Moin, es sind Germaine aus Lützebüsch für Sandpfeiler und ich koche heute Muscheln mit Baguette, luxemburgische Art. Wir sind ein europäisches Paar und Peter hilft mir dabei. Ich bin Peter, komme aus den Niederlanden, aus Nederland, sagen sie bei uns. Und ich helfe mit Schnibbeln und ich hoffe, dass es nachher super gut schmeckt. Wir fangen jetzt an. Wir brauchen für die luxemburgischen Muscheln erstmal Butter, dann Zwiebeln klein geschnitten, Suppengemüse klein geschnitten, Knoblauch nicht zu vergessen, ganz wichtig, Salz, Pfeffer und ein Hauch Chili. Am besten luxemburgischen Riesling, eine Flasche, also 75 Zentiliter, Sahne und selbstverständlich die Muscheln. Luxemburgische Muscheln, wie wir sagen, Mullen mit Fritten normalerweise. Wir machen sie heute mit Baguette. Das ist wirklich ein Nationalgericht aus Luxemburg und es wird also da jeden Winter gegessen und das isst man, wenn man mit Freunden zusammensitzt oder auch so halt einfach sich einen gemütlichen Abend macht, dann macht man einfach Muscheln im Winter. In der Zeit, in der Peter im Hintergrund schnibbelt, kommt schon mal die Butter in den Topf. So. Und dann kommen die Zwiebeln dazu. So, hier kommt das Gemüse rein, was Peter so schön geschnibbelt hat. Von dem 3/4 Weißwein kommt jetzt 1/3 rein. Ja. So ist gut. Dann kommt der Deckel drauf und dann muss das ein Viertelstündchen vor sich hin köcheln. Ich esse für mein Leben gerne, Muscheln mag ich ganz gerne und das Schöne ist an dem Gericht, also Germaine kocht ganz gut und ich finde es für sie schön, wenn sie die Erinnerungen hat an ihre Heimat und wir das zusammen genießen können. Meine Oma hat das früher öfters gemacht, meine Mutter auch manchmal, aber eigentlich hat Oma öfters Muscheln gemacht und das war dann immer, ja, dann ist die Familie zusammengekommen, wir haben zusammen Muscheln gegessen, das war immer schön. Das ist dann doch schon ein Stück Heimat, weil ich bin auch schon sehr lange weg aus Luxemburg. Ich bin auch im Moment nur 3 bis 4 Mal im Jahr dort, um auch meine Familie zu besuchen. Die leben halt noch allesamt in Luxemburg. Aber dann bin ich halt immer auch nur für einen Tag da. Und deswegen ist das für mich immer noch mal so ein Stück Kindheit und ein Stück Heimat. Die Muscheln habe ich jetzt vorher in Wasser gelegt. Zu Beginn erstmal alle kaputten Muscheln aussortiert, das ist wichtig. Dann kommen die ins Wasser, bleiben erstmal so 10 Minuten im Wasser liegen. Dann wird das Wasser einmal getauscht. Das hat den Vorteil, dass sie nachher nicht so sandig sind. Dann, wenn das passiert ist, manche Muscheln haben hier oben noch so ein Stück Bart und dieser Bart muss ab. Ich nehme die Muscheln einzeln da rein in das Sieb. Weil wenn ich das in die ausgieße, dann habe ich ja sofort den Schmutz vom Wasser wieder in den Muscheln. Das Gemüse hat jetzt 1/4 Stunde so vor sich hin gedünstet. Dann tue ich jetzt den Knoblauch rein. Knoblauch muss rein. Salz. Pfeffer, immer schön Pfeffer aus der Mühle und eine Messerspitze Chili. Aber hier wirklich nur wenig, weil das Zeug ist echt richtig scharf. Und die Muscheln kommen rein. Der Rest des Weines kommt drauf. Und dann der Deckel drauf. Im Gegensatz zu den deutschen Muscheln nach rheinischer Art kommt auf alle Fälle immer die Sahne noch dazu.
Und ja, das ist eigentlich so die luxemburgische Spezialität von dem Ganzen. So, die Sahne kommt jetzt rein. Und dann noch 2 Minuten köcheln und dann sind sie fertig. Dann geht's jetzt los hier. Einfach schön auch nach unten wühlen, dass auch was von der Soße mit drauf kommt. So. Und dann zur Deko ein bisschen Petersilie drauf. Die Mullen sind jetzt fertig und wir wünschen euch einen guten Appetit auf Lützeburgisch bei der Lützeburger Mullen.